Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Dealer Simulator. Es wird wieder Zeit zu dealen. Oh ja. Yeah. So, wir haben unseren Fuzzi da, ne, der unsere Sachen repariert. Wir haben hier noch einiges, ne, an Zeug. Was ist denn mit der Figur da? Warum steht denn die da oben? Ach so, scheiße. Stell das mal richtig hin, du Penner. So. Schuhe, genau, die hatten wir ja. Zack. Die Figur hatten wir hier drinnen stehen. Ich habe mich gewundert. Ist schon wieder bei der. Oh, 350, ne? 130, 170, die Gitarre, Alter, 900. Was war mit dem Wagen? $75. Na gut. Aber den werden wir hier reinstellen. So, machen wir $75, ne? Ja, wir nehmen natürlich den teuersten Preis. Headset 25, 50. Wir machen das Spiel hier noch. So, 50. Zack. So, warum ist das Ding hier geclosed? Macht das... Oh. Alter, da kommen die aber auch gleich reingerannt. Ist das jetzt offen oder was? Das sieht so... Hä? Warum ist meine... Wieso komme ich nicht raus? Ach so. Ey, sag mal. Es ist offen. Kommt rein. Ihr Spinner, ey. Seid ihr bescheuert? So, was hast du denn? Was willst du denn haben? Die Game-DVD? Ne, geh weg. Profi kostet die nicht 30. Chip, ja, da müssen wir nochmal handeln kurz. Ich mach dir einen Preis von 165. Ne. Ciao. Ich meine, ich habe hier noch andere Leute, die was haben wollen, ne? Wie sieht's aus? 31 Game DVD? No. Wir haben 45. Ne? Na dann, geh. Ciao. So, das haben wir dann noch. Zack. So, was hat er hier? Ey, dann kannst du mir auch den Fuffi geben, ne? Ich meine, da habe ich schon Juten. Was ist eigentlich mit. Was macht der hier nochmal? Find Worker. Work Type Search. Work Speed. Ich glaube, ich nehme den auch. Was heißt denn hier Search? Wonach sucht denn der? Boah, nee. Das ist wenig. Wonach sucht denn der? Research the price of the product on the shelf. Research the price of the item on the table. Soll das ein Witz sein? Das brauche ich doch gar nicht, oder? 900. Sie nimmt die Gitarre. Sorry, Alter. Ich werde... Wie kriegen den jetzt hier raus? Wie war das nochmal? Scheiße. Wie werde ich denn den los? Den loswerden? My Workers, ja. Brauche ich nicht. Den brauche ich überhaupt nicht. So, was haben wir denn da? Weg. Hier los. 130 kostet Teil, Junge, die Schuhe. Gut, ich mach dir 10er Billiger, Freundschaftspreis. Mach's gut. Headset. Headset kommt hier ran, ihr Ballet. Geballet. Headset kommt hier ran, ihr Ballet. Oh, 25 Tacken. Junge, komm ran. Boots, Preis. Ja, was ist denn los? Ne, geh weg. Junge, ich bin hier jetzt ein souveränes Etablissement. Das ist hier nicht mehr Lulatschkacki hier, du. Ich bin jetzt ganz groß im Geschäft, ne? Ja. Ah, Music is my life. Na, das, ja, das sagt doch schon alles. So, 3,50. Kannst du haben, was auch immer. Was hat er denn? Ach, die Figur hat er sich geholt. Alter, 15.000, ne? 15, was haben wir denn eigentlich an Kredi, ne? Payoff. Remained Amount. Oh, scheiße. Was kann ich jetzt hier machen?
So. Hell. Hä, habe ich den jetzt abbezahlt? Kann gar nicht sein, ne? Hä, habe ich den jetzt abbezahlt? Den Kredi? Ich habe hier ja nicht mehr. Hier. 15.000 hatte ich. Jetzt bin ich noch 5.000 plus. Wie kann es sein? Hatte ich nicht einen viel größeren Kredit am Laufen? Habe ich nicht die 20 genommen? So, die hat den Chip genommen. Was haben wir noch hier? Alter, zwei Sachen sind noch da, ne? Zwei Sachen. Und mit 5.500 können wir uns erstmal ein geiles Dings leisten. Ey, sag mal, haben wir nicht draußen noch was stehen? Nee, der Fernseher ist weg. Ja, hatten wir beim letzten Mal verkauft, den Fernseher? Ich habe keine Ahnung. So, okay. Was mache ich denn jetzt? Die alte will ja was. Nee, das tut mir leid. Das Hello Space kostet 300 und nicht 150. Also, ich würde höchstens runtergehen auf 285. 280, wo sie sind. Aber nee, da ist auch Ende. Tut mir leid. Tut mir leid. Also, günstiger geht nun wirklich nicht. Ja, da brauchen sie aber ja nicht so eingeschnappt jetzt gehen. Anmeter, also wirklich, ich meine, ich gehe mal hier rüber. Ich meine, ich bin immer höflich und alles, aber ey, du blöder, was willst du? Achso, 300, okay, das, komm, wir gehen auf 300, dann nimmst du das Ding mit. Sehr schön. Gut, dann haben wir nur noch ein Headset hier. Wir machen mal zu. Nee, 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 da wolltest du gerade wiederkommen und dir jetzt wenigstens mal das Headset holen, ne? Nee, verjiss es. Kannst du einfach vergessen. Wir werden jetzt, Body Shop? Was ist das denn? Das ist Body Shop. Anscheinend nichts. Yo. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kohle. Wir müssen ordentlich zu Kohle kommen. Weil. Ja. Ich will ja langsam mal Autos ersteigern. Wir holen uns jetzt noch das nächste Lager. Das werden wir machen. Wir holen uns das nächste Lager und hoffen natürlich, dass da was sehr Gutes drin ist. Weil wir die Kohle brauchen. Wir brauchen enorm viel Kohle. Ich denke mal, boah, ja, doch, wir brauchen so bestimmt 15.000. Für ein Auto, denke ich mal. Kommt darauf an, was da für Autos sind. Wenn da nämlich nur auch so Kleinwagen sind. Kriegt man die vielleicht für 2.000, 3.000? Ich weiß ja nicht, wie das Spiel ja abgeht. Also was Autos angeht. Wenn die Autos da 20.000, 25.000... Also bestimmt gibt es da Autos in Auktionen, die 25.000 oder noch mehr kosten. Aber da müssen wir natürlich gucken. Holen wir uns erstmal unsere Lager. Nehmen wir gleich zwei, wa? Nehmen wir gleich zwei. Wenn schon, denn schon. Was los, du Penner? So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir nehmen uns den Engineer nochmal und den Soldier. Wunderbar. Da hier vorne das Lager, sehr schön. So, zeig her, was du hast. Ja, mach auf. Was ist das? Da haben wir hier okay, Missing Parts Repair. Okay, man kriegt aber 90 Tacken dafür. Und das Ding kostet nur 14 beim Reparieren. Ist natürlich ganz geil. Was ist das hier für eine Scheiße? Was ist denn das da? Trash. Toll. Na, immerhin 6 Dollar, ne? Das hier auch. Table Trash. Ja, schmeißt er da rein, Junge. 6 Dollar. 6 Dollar für Müll ist gut. Okay, 900. Oh, die ist kaputt, Mann. Warum fliegt denn die in Zeitlupe? Guck mal her. Oh, eine Kacke. Die ist kaputt, Mann.
Kostet 215, die zu reparieren. Die ist ganz. Auch 900. Alter Schwede. Okay. Okay. Das gibt's nicht. Gut, okay. Mal so eben noch 420 und das ist ganz. Jetzt mal gucken, was in der Tasche da drin ist. Ah. Okay. Gut, wir haben hier eine kaputte Film-DVD. Aber die ist eigentlich ganz gut. 70 Dollar ist nicht schlecht. Dann haben wir hier so eine Kette. Ja, sehr schön. 130 Dollar, nicht schlecht. Hier noch eine kaputte DVD. Leider beide kaputt. Aber die sind 70 Dollar wert. Mal gut. So, die Tasche kommt weg. 70 Dollar ist schon mal gut für die beiden Teile. Das sind dann wenigstens... Was ist das hier? Müll? Da haben wir wenigstens 140 Dollar für die beiden Sachen. Was ist denn da hier in der Tasche drin? Na? Sag ich mal her. Wieder so ein Scheiß-Headset. Aber Juwelenscheiß. Guck mal, Alter, das gibt's nicht, ne? 400. Was ist da? Okay, sehr gut. Was ist das? 300. Oh, 320. Eine fette Uhr. Geil. Geil, geil, geil. Da müssen wir reparieren. 25 Dollar Headset. Volle Scheiße. So, was hast du hier drin? Was ist denn? Was ist das denn? Okay, es ist ein Bild. 80 Dollar, immerhin. Ist das hier? 185 Dollar, eine Pegasus-Statue. Wow. 850. 310 Repair. Egal. Wir schlagen trotzdem Gewinn draus aus der Grafikkarte da. Aber. Leider müssen wir ein bisschen was investieren. Was ist das hier? 19 Dollar Schuhe? Okay, gut. Fuck. Schade, dass da ein paar Teile fehlen. Aber gut. Ist nicht schlecht. Ist eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Ist wirklich eine gute Ausbeute. Weiter zum nächsten Lager. Was denn los hier? Die Zeit verlieren, mach auf. Wartet jetzt. Das ist das Ingenieurteil, ne? Alter, 300 und der Stuhl ist ganz. Komm mal rauf hier. Was haben wir hier? Snowboard, 25 Dollar Schrott. Was ist das? Boah, okay. Wieder diese Sammlerfigur. Alter Schwede, das muss das Ingenieurding wieder sein, ne? Die Ingenieurteile sind richtig gut. Richtig gut sind die. Nicht runterfallen, komm. Der Stuhl nervt mal ein bisschen. Wir werden das da irgendwie machen. Wie auch immer. Wo ist denn der Stuhl jetzt hin? Ich glaube, langsam brauchen wir so eine LKW, ne? Die A? Gut, eben mal nochmal 200, ne? Was ist hier drin? Schuhe. Schuhe für 160. Alter. Sinne. Wo haben wir denn da? Ja, komm mal her. Mann, Junge, der Zettel hätte da reinfliegen können. Ich muss wirklich sagen, ne? Also, Respekt. Was haben wir da? Smartphone, gut, muss repariert werden. 16 Dollar. 16 Dollar und dann kriegen wir aber 185, war das? Habe ich jetzt, was ist das für ein Scheiß? Aber Müll. 15 Dollar, ach, Mann, ey, so ein Dreck. Wieder so ein Headset-Piss, ey. Gut, ist... Ja. Ist Müll. Muss sogar noch repariert werden. Scheiß drauf. Muss auch repariert werden. Leck mir doch. Ist egal. Wir wollen eine gute Scheiße. So, was ist denn da? Die
Das hier ist. Ach, will denn das? Nein, was habe ich getan? Alter, bist du wahnsinnig? VR-Ding, fliegst du erstmal 20 Kilometer über den Platz oder was? Was soll denn das? Ruhig bleiben. So, zack. Wir haben noch da noch genug Platz. So, was ist denn noch in der Kiste hier? Toll. Wirklich toll. Gut, das hätten wir. Ausbeute haben wir. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also kann man nicht meckern. Da holen wir ein bisschen was raus. Aber wir werden erstmal pennen gehen, ne? 17:30. Ich denke mal, wir gehen schlafen. Mach mal das Licht an, komm. Sonst passiert hier noch ein Unfall. Sonst passiert hier ein Unfall und nicht mit mir. Bei mir wird ordentlich gefahren. So, schön, dass mein Wohnwagen noch offen ist. Klasse. Mag ich am meisten sowas. So, komm mal her hier. Minus 9.354. Und auf geht's. Einmal durchschmettern zu unserem Laden. Den Stuhl müssen wir draußen hinstellen, ne? Nervt mich ein bisschen. Wir brauchen mehr Vitrinen. Vor allem, wir brauchen noch große Sachen, ne? Also große Ausstelldinger. Damit wir zur Not... Wir hatten jetzt schon ein Problem mit dem Fernseher. Wir haben jetzt ein Problem mit dem Stuhl. Ja, Alter, machst du hier mal keine Scheiße, Junge? Das ist irgendwie kacke. Ich muss es da mal so beschissen rauflegen. Egal, wir fahren erstmal das Geld da. Wir fahren erstmal die Kohle, gucken, wie viel wir rauskriegen. Dann können wir mal gucken nach Vitrinen oder nach Ausstellungen. Ausstellungsteile. Das werden wir machen. Vollgas hier. Wir haben noch nicht einmal einen normalen Job gemacht, ne? Hier, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das brauchst du gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel du da verdienst. Du verdienst bestimmt voll wenig da, ne? So, da sind wir. Wird die gleich hier hinstellen, oder was? Oh, scheiße. Ja, denn der wird gekauft, ne? Chair 300, machen wir 300. Was haben wir da? Mit dem großen Teil. Können wir das nicht auch da hinstellen? Was ist da? No problemo. Was war das? 2,79. Zack. Accepted. Dann haben wir die Gürchen hier. Oh, erstmal runterfallen lassen. Das ist immer das Wichtigste. Die müssen mindestens einmal hinfallen. 580. 580. Zack. Aber warte mal, wir haben doch diese ganzen... Die Grafikkarte. Ich werde mal dem Typen die Grafikkarte geben. Damit er sie mal schnell reparieren kann. Hier, Junge. Ich hab Arbeit für dich. Repair the item. Aber. Na? Was ist denn? Komm mit hier. So, 850 Tacken. Aber gut, wir haben auch jetzt eine Menge Geld verloren. Natürlich. Aber das holen wir ja damit raus. 850. War sehr gut. Aber dann hatten wir doch hier... Ach, die Gitarren. Die Gitarren, Alter. Die hier, die ist ja am Worken. Am Working. Down the street is... Scheiße. Bin ich ordentlich hier so ein bisschen? Naja, gut.
Haare. 900. Ups. 900. Ja, die beiden Gitarren erstmal 1800 wert. Das Problem ist natürlich, dass ich hier jetzt 215 blechen muss zum Reparieren. Das nervt ein bisschen. Warte mal. Das nervt auch. Also heb sie mir mal in die Hand. So, Kollege. Reparier mal das Teil. Aber ist schon nicht schlecht. Also ist schon nicht schlecht. So, repariert. So. Einmal hier hingestellt. Gitarre. Ja. 900. Das ist natürlich gut. Die Grafikkarte war natürlich ein bisschen teurer zu reparieren. Die war jetzt ein bisschen günstiger, die Gitarre. Aber. Verstehe ich zwar nicht ganz, obwohl sie mehr Wert hat. Ich meine, ah ja. Und die müssen wir natürlich so hinstellen. 320. 320, da kommt unser Schmuckscheiß jetzt mal schnell rein. Mal weg hier, die VR-Kacke. Headset kommt weg. 400, ey, auch geil. Geil. Oh. So wollte ich das nicht. Ich wollte das so. Da war 400. Rin gesammelt. Sehr gut. Wo ist das andere? Wir haben ja noch zwei, ne? 420. Dann kommt natürlich erst der Ring. Erst der Ring, oh meine. Hat auch drei Diamanten, ne? 420. Ne, ne, ne. 420. Das Ding kann zu. Ja. Sehr schön. Was haben wir noch? Was haben wir noch sehr Wertvolles? Das VR-Teil hier. Ah, ich habe gar keinen Platz mehr, ne? Sehr geil. Dann öffnen wir erstmal. Oh, die kommen ja schon. Okay, wir haben noch Schuhe für 160. Wir haben eine Pegasus-Statue. Wir haben noch, die Schuhe sind echt Müll, ne? Bild, Headset, wir haben noch dieses Juwelier. Ja, ja, diese Kette. Okay, mal gucken. 400. Oh, die nimmt das gleich. Was haben wir hier? Die Gitarre. Du, da bleiben wir bei 900. Sorry, Alter, die ist echt wertvoll. Hat er genommen. Hat er genommen. So, komm mal schnell her hier. Mit der Scheiße, die packen wir da drin. Muss kurz aufmachen. Bin gleich bei Ihnen, Sir. 130, immerhin etwas. Zack, zack. Ist ja wunderbar. Was darf sein? 320, die Uhr. Wunderbar, bitte. Was darf sein? 420, der Ring. Nee, 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 die will nicht 420, die hat ja 249 geboten. Er hat gleich die Uhr gekauft, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Was mit der Pegasus-Statue? Können wir die da so reinbullern? Bullern. Lass uns die mal da reinbullern. Kann man die hier so, zack. Pegasus-Statue 185. Hm? Und zu geht das? Der Kopf guckt ein bisschen durch. Kein Problem, ist normal so, muss so. Sir, Gitarre, gehen Sie mal schön weg. War ein netter Versuch, was ist das denn? Eck, wollt ihr mich verarschen? Ey, jetzt kann die VR-Brille dahin. Die VR-Brille. Und 200 Buletten. Zack. Oh, Sir. Sir, was darf sein? Der Stuhl draußen. Na klar, aber leider kostet er 300. Ich weiß, sie haben zwar 4 Dollar runtergehandelt, aber nein, wir bleiben bei 3 Dollar. 300. Oha. Den Drifter da draußen. Komm, dann kannst du haben. Ja, wunderbar. Hat alle die gekauft. Weg da bitte. Ich habe noch mehr. Missing Parts. Scheiße, ich muss ihn das reparieren lassen, ne? Zehner. Zehner Reparatur. Scheiße. Dreck ist immer so teuer, ne? So, repair the item. Penner. So, was haben wir denn? Boah, was will die denn? Eck. Eine Macke oder was? Was ist denn mit euch? Nein.
Gitarre nicht für 400 und. Geht nicht ganz? Haben die einen Schaden oder was? Oh, oh, gut, die DVD ist einfach nur hochgeflogen. Gott sei Dank. War das hier die Schuhe? Ja, gut, die. Wobei die. Nee, die hier. Die sind was wert. War das mit dem Drifter hier? 90 Tacken. Teiler ist fertig. Was hast du hier? Geh mal weg. Bitte, geh mal weg. Also so dreist hier runter zu handeln ist ja auch. Oh, der Ring, ey, die handeln hier was runter. Was soll ich denn da sagen, ey? Oh, guck mal mit dem Drifter hier. Oh, reparier mal. Reparier das Teil, bitte. Man, was darf sein? Die will die Grafikkarte, aber ne. Ich brauche den. Ich brauche den Preis. Die Reparatur hat ja schon so viel gekostet. So, da können wir ja mal handeln. 185, der Preis, der. Na gut, dann machen wir 180. Was hältst du denn davon? Ja, wunderbar. Das war mir klar. 5000, fast 6000, sehr gut. Ja, nee, komm. 900 ist schon ein guter Preis. Bitte. Uno momento. So, das waren hier 70, ne? Ja. $70. Wunderbar. Oh Mann, was darf sein? DVR, aber nicht für 111 Euro. Das können sie vergessen. Nein, das funktioniert auch so nicht. Die Grafikkarte so runter zu. Ja, okay. Die war bestimmt für ihren Neffen oder für ihren Sohn, weißt du, weil der unbedingt eine neue braucht. Aber nicht mit mir. Ja, ich weiß, was das wert ist und ich will auch die Kohle dafür. Wie sieht's aus hier? 5,80, die will die Figur haben. 5,50, komm. Ja, hat's auch reingeknallt. Krieg mal hier, der RC Racer für 90 Buletten, ist doch schön. Ist doch ein tolles Spielzeug für alle Kinder. Kommen Sie her, kaufen Sie den RC Racer. Was ist das denn? Hello Air, ist das hier die Dings? War das Headset oder was? 60, komm. Treffen wir uns in der Mitte. Jo. Hey, Hello Air, was war denn das? Ach, das Lego-Scheiß da oder so, was das war, ne? So, jetzt kommen die Schuhe. Die Schuhe für 160? Jo. So. Mann, ey, da geht weg. Du willst den Ring haben, dann blech auch dafür. So. Du kannst es gerne haben für 130, weil ich habe schon einen guten Preis hingeblättert dafür. Einen guten Preis aufgestellt für die Kacke. So, was haben wir denn hier noch? Gemälde. Was ist mit dem Smartphone hier eigentlich? 130 wird es wert. Und kostet nur 16 bei der Reparatur, ne? Ey, mach mal hier ganz bitte. Du kannst es doch. Ja, nimm mit. Scheiß Headset. Ey, da, ich verstehe es nicht. Verpiss euch, Mann. Das für eine Frechheit, ey. So wenig für das. Naja, warte. So, 130. Super Preis. Super Preis für das gute Smartphone. Die will das haben, ne? Die will die Grafikkarte. 850, ich brauche die Kohle. Ja, sehr schön, hat's auch gemacht. RC Racer, nimm mit, no problem. Viel Spaß damit. So, was haben wir denn da? Die Filmchen. Ich nehme mal das Bild mit. Hier kriegt man ein schönes Blumenbild. So auf schräg gestellt. So, $80. Hab ich selber gemalt. Hab ich selber gemacht. So, der möchte auch gleich das Handy haben. Er braucht ein Handy. Aber bleibt bei 130. YouTube kriegst für 125. Sorry. Ma'am, Sie haben Chancen auf das geile Smartphone. Ne, sie will die Schuhe haben. Aber, halber, hat der wirklich den halben Preis gemacht? So, Broken DVD. Geh nochmal schnell das Ding reparieren lassen. Bin gleich für Sie da, ja? Wunderbar. Du kriegst du das hin hier, oder? Mach mal kurz da sauber die CD. Ne, weg. Ma'am,
Was darf sein? 160 die Schuhe. Da hat einer das System verstanden. Man handelt nicht. So. War. Was? War, war. Decken jetzt hier mal. Zack. Es muss auch irgendwie sowas geben, wo man Filme ausstellen kann, ne? So ein Ständer, wo Filme, wo man richtig Filme mal. Verpiss dich. Picture, sie will das wirklich haben? Na, 80 Hacken, dann kannst du das da mitnehmen. Da brauchst du doch nicht handeln, nimm das doch, gib doch gleich den Preis, der, ach, ist ja. So, jetzt kommen wir noch mit der DVD. Ja. Reparieren bitte, zack. So nichts Besseres zu tun, oder? Oh, jetzt kommen sie aber rein, ihr stapft hier. Ne, den Ring gibt's nicht zum halben Preis. Was haben sie? Der Ring. Jetzt... Er hat den Ring genommen. Puh. Bam, 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 bam. Zack. Ma'am. $70. Was soll denn das? Ja. Er hat auch gleich den Film genommen. Die macht heute einen schönen Filmeabend. $70. Zack. So. Und hier noch. Schuhe, das Snowboard. Was war das Snowboard wert? Und dann ist alles so mickrige Kacke, ne? Der Rest. Scheiße. So. 25. Aber gut, wir haben gut Geld, ey. Wir sind bei 9.100. Wir können uns locker so ein Dings holen. So ein Regal. Und dann ist gut. Was wollen die denn? Hallo, das Ding kostet 200. Ja, nee, tschüss. Geh weg. Junge, Junge, das ist aber ein Quatsch. Oh, das Ding ist ja auch kaputt. Warum? Warum ist alles kaputt hier? Ja, was haben sie? 20. Jetzt übertreib's doch nicht. Tschüss. Wollen die hier einen Verarscher verarschen oder was? Mega ganz schnell fuchsig. Ups, ich hab den Preis nicht hier. 15. So, ich werde jetzt noch die Schüchchen da holen. Für $19. Was ja ein Witz ist eigentlich. Dass ich sowas hier überhaupt ausstelle. Da schäme ich mich ehrlich gesagt ein bisschen für. Aber du, ey. Ich brauche die Kohle. Komm jetzt aber. Ja, nimm mit den Dreck. Was haben wir hier? Nein. Das Handy kriegen sie für 130. 120, 10er günstiger. Ne, dann hau ab. Hau ab, der Mike, lass mich doch hier nicht verarschen. Ja, wirklich, ist halt dir. Sind die bei Wünsch dir was? Wir hatten 3000, ne? Was? 6000? Rausgeholt? Respekt. Das ist das Headset. Nochmal, gut, machen wir 22. So, was hast du denn? Junge, ey. 200 kostet dieses verdammte gut 185. Nein, dann geh. Hat der da was für mich? Hallo? Hat der Ware? Hallo? Ware? Mann! Hallo? Wer ist hier alles jetzt raus, ja? Ne, ja. Ich will die letzte Scheiße noch loswerden, ne? Willkommen, Sir. Ah, hier, zack, der macht 130, fertig. 125, wo du bist. Ciao, ciao. Der hat das Smartphone, jetzt haben wir nur noch die VR und das Schuhteil. Das war's, ne? Mehr wollen die ja nicht, glaube ich. Hier kommt, glaube ich, keiner mehr. Glaube nicht. Doch. Eine Madame kommt noch. Eine Madame kommt noch. Was will sie denn haben? Die Schuhe oder was? Ja, die Schuhe. Zack, hat sie. Wunderbar. Die VR-Headset kriegen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge los. Aber, Leute,
ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge, ach du Scheiße, wir werden dann in der nächsten Folge erstmal eine Vitrine kaufen. Also wir müssen unbedingt mal gucken, ob wir hier, oh guck mal, wir werden die Donner los, jetzt am Ende. Wunderbar. Da werden wir dann auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie so vielleicht CD-Vitrinen, wir brauchen große Vitrinen hier für den Laden. Ich würde dann sagen, auf der Seite da drüben stellen wir dann die Sachen hin für die Großen zum Ausstellen. Vielleicht oder vielleicht direkt ans Schaufenster. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.